Maischberger, der Podcast. In dieser Staffel geht es um Macht. Wer sie hat, wem sie fehlt, wer sie anstrebt. Eine Stunde lang spreche ich mit den Mächtigen und mit Menschen, die für ihre Überzeugung kämpfen. Mein Gast hat Millionen Menschen die Ereignisse der Welt ins Wohnzimmer gebracht und den Platz vor der Kamera hat sie sich erkämpft und sie hat sich behauptet auch gegen männliche Machtstrukturen. Gleichberechtigung ist eins ihrer Lebensthemen. Bis zuletzt ging sie Konflikten nicht aus dem Weg, wie sie zur Gender-Terroristin wurde und warum Worte unsere Gesellschaft verändern können. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Petra Gerster. Danke, Sandra. Petra, wir kennen uns. Ich darf dich duzen in diesem Podcast, aber gerne, weil wir uns auch schon lange kennen. Ja. Die letzte Moderation der Heute-Nachrichten nach 3361 Folgen war im Mai. Und du hast dich auf Hessisch verabschiedet. Lebe geht. Ich kann es gar nicht aussprechen. Weiter. Lebe geht weiter. Und ganz einfach. Geht Lebe weiter? Auf jeden Fall geht's weiter, ja. Ich habe gesehen, du hast ein neues Buch. Du hast angeblich einen neuen Hund, aber keinen noch neuen nicht, Hund. Noch nicht. Ah, okay. Nein, also Buch und Hund, das geht nicht gleichzeitig. Das erfordert zu viel Zeit. Ja, aber keinen neuen Mann. Das heißt, der wäre dann nein, auch an der... auch nicht. Das hätte auch zu viel Zeit erfordert. Es hat mal Friedrich Küppersbusch gesagt, es gibt ein Leben nach dem Abspann. Ist es dir leicht gefallen, dich gleich daran zu gewöhnen? Also der Abschied ist mir nicht leicht gefallen, obwohl ich mich ja darauf vorbereiten konnte, weil es einfach doch die größte Phase meines Lebens war. Also 33 Jahre beim ZDF und noch ein paar Jahre dazu, vorher noch beim WDR und beim Kölner Stadtanzeiger. Also ein ganzes Berufsleben, von dem man sich plötzlich verabschiedet. Das ist ja nicht nur so eine Station. Und das ist schon nicht einfach, weil plötzlich zu sagen, ich bin Rentnerin, horrible dictu, wie der Lateiner sagt. Nein, es klingt grauenhaft. Das versuche ich auch zu vermeiden. Also das ist schon schwierig, weil plötzlich so eine Altersphase beginnt, für die man sich eigentlich noch gar nicht reif fühlt. Also ich fühle mich eigentlich noch viel zu jung dafür. Ja. Aber naja, ich werde jetzt 67 im Januar, insofern... Alles hat seine Zeit. Eigentlich, du hättest es eigentlich gar nicht sagen müssen, dann hättest du ja auch keiner angesehen, dann hättest du auch einfach weitermachen können. Ja, genau, eigentlich schon, ja, finde ich absolut. Auch. Aber es gibt diese Regeln im Öffentlich-Rechtlichen, dass man dann eben aufhört und wahrscheinlich haben sie auch ihren Sinn. Es gibt ja viele Junge, die dann auch mal dran wollen und wenn dann jeder bis 80 moderiert, das wäre vielleicht auch nicht gut. Ich wäre für Rente mit 70 frühestens, aber gut, das ist natürlich auch eine Entscheidung, die man treffen muss. Aber ja, es ist ja kein Beruf wie, also ich meine, wenn man jetzt als Krankenschwester früher in Rente geht, dann ist das höchst verständlich, weil das einfach ein wahnsinnig anstrengender Beruf ist oder als Pflegekraft oder in einem anderen Beruf, wo man körperlich arbeitet. Aber in unserem Beruf wird man ja eher noch klüger und reifer im Alter. Hast du aber trotzdem den Moment manchmal, dass du im Wohnzimmer die Nachrichten dir anguckst und dir denkst, oh Gott sei Dank muss ich das jetzt nicht mehr machen. Corona, die Krisen, die es da gibt oder gibt's ja, da Momente, also ich muss ich auch sagen, genau, also diese Corona-Zeit, das war ja bei mir auch schon anderthalb Jahre und das hat ja die letzte Zeit auch so ein bisschen überschattet, weil ich da auch sehr isoliert war in meinem kleinen Raum und vormittags überhaupt ganz zu Hause. Also die berühmte, schöne Teamarbeit, von der man ja auch lebt vorher, die hat eigentlich gar nicht mehr so stattgefunden und die Diskussionen, die man in gemeinsamen Konferenzen führt, das ging ja alles nur noch digital und übers Telefon und da ist es ja alles nicht mehr so, wie wenn man sich gegenüber sitzt. Und dann natürlich ewig das gleiche Thema, das einem dann irgendwann auch zum Hals raushängt und dann dachte ich, ach, jetzt höre ich auf, jetzt kommt die Bundestagswahl, die hätte ich noch so gerne mitgemacht. Jetzt ein spannendes neues Thema und dann ist Corona vorbei, aber Pustekuchen, jetzt kommt das Ganze wieder und jetzt muss ich sagen, bin ich offen gestanden auch ganz froh, dass ich das jetzt nicht nochmal habe, jeden Abend Corona als Hauptnachricht. Wir reden gleich auch übrigens über das neue Kabinett und die Frauen darin, aber erst folgen hier die drei Fragen, die alle unsere Gäste beantworten. Wer ist die mächtigste Person in deinem Leben? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Die mächtigste Person gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt einflussreiche Menschen und das ist in der Vergangenheit, war das sicher die einflussreichste Person, meine Großmutter, bei der ich viel Zeit verbracht habe, weil meine Eltern viel unterwegs waren und umtriebige Menschen waren und politisch und gesellschaftlich auch viele Abende außer Haus verbrachten. Außerdem war ich das letzte von 5 Kindern und da hatten sie sowieso auch keinen Nerv mehr dafür. Deswegen habe ich viel Zeit bei meiner Großmutter verbracht. Über die müssen wir sowieso noch mal reden über deine Großmutter. Absolut, ja, genau. Das also war eine sehr kluge und feinfühlige und gebildete Frau. Und sehr einflussreich, ja. Und heute ist es vielleicht mein Mann, würde ich sagen. Aber eben nicht im Sinne von mächtig, sondern von einflussreich. Also, dass ich das zuerst immer ihn frage oder mit ihm alles diskutiere. Wann hast du dich das letzte Mal ohnmächtig gefühlt?
Ohnmächtig habe ich mich im Mathematikunterricht gefühlt, als ich den Dreisatz nicht begriffen habe in der Quarta. Okay, es ist lange her, Gott sei Dank. Ich dachte vorher immer, dass ich irgendwie ganz helle bin, wurde mir so gesagt. Und dann plötzlich kapierte ich nichts mehr und dachte ich, oh Gott, wohin soll das, was soll daraus noch werden? Das hat sich dann noch öfter wiederholt im Mathematikunterricht. Und im Reitunterricht wurde ich auf eine neue Stute gesetzt und ritt auf ihr aus. Und diese Stute hatte den Teufel im Leib und ging mit mir im Galopp durch über die freien Felder in einem wahnsinnigen Tempo, wie eine Furie. Und ich konnte sie nicht bremsen und ich konnte mich überhaupt nur noch festklammern am Satteln, um nicht runterzufallen. Weil ich dachte, wenn ich jetzt runterfalle, bei diesem Tempo breche ich mir das Genick und die Stute ist weg. Und ich wurde hinterher, also irgendwann kam meine Reitlehrerin hinter mir und fing uns zusammen ein irgendwie, brachte das Tier zum Stehen und hat mich so zusammengeschissen und aber sowas von fertig gemacht, wie ich in meinem Leben noch nie fertig gemacht worden war. Du bist also wie ein nasser Sack hast du da oben gehangen und was hast du überhaupt gelernt bei uns und kein Mumm in den Knochen und du kannst ja gar nichts und wenn man nicht mal ein Pferd bremsen kann, was... Also es war furchtbar. Es hat, glaube ich, mir einen sehr herben und tiefen Rückschlag versetzt in meinem Leben. Ich bin sehr glücklich, dass beide Dinge sehr lange zurückliegen. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Macht hast du? Also Macht habe ich keine, nie gehabt. Vielleicht im Sinne von eben Einfluss, vielleicht 0,02, also so ein bisschen Einfluss durch meine öffentliche Rolle, aber Macht nicht, nein. Petra Gerster ist heute zu Gast bei ZDF. Heute hast du begonnen, da hieß der Bundeskanzler Helmut Kohl. Heute Morgen bin ich das erste Mal bewusst aufgewacht mit der Radio-Nachricht Bundeskanzler Scholz. Und es hat mich irgendwie gerissen. Hast du es schon realisiert? Ja, doch. Ich habe das jetzt realisiert. Ich meine, wir hatten jetzt ja auch lange Angela Merkel. Klar, werden wir sie alle vermissen, aber jetzt hat was Neues angefangen. Das finde ich ganz schön. Also in einer Demokratie, die lebt vom Wechsel und jetzt ist mal ein neuer Anfang und ein Aufbruch mit einem sehr jungen Kabinett auch. Viele Frauen. Also das finde ich, das beobachte ich mit gespannter Empathie, Sympathie, Aufmerksamkeit. Und auch Vorfreude, ja. Da gibt es da den einen Minister, der, glaube ich, der Minister der Herzen war, bevor wir über die Frauen reden, Karl Lauterbach, der es geworden ist, vermutlich, weil alle ihn unbedingt wollten. Wir kennen ihn alle, er war in den Sendungen. Glaubst du, er hat das Zeug, ein Ministerium zu führen, ein Teamplayer zu werden, ein Apparat zu leiten? Ich finde ihn immer irgendwie so ein bisschen kurios. Also der Minister der Herzen kann ich jetzt nicht sagen, weil ich finde, es ist jetzt nicht so ein Mensch, den man so direkt lieb gewinnt. Ich war auch nicht, also er ist mir durchaus sympathisch, aber er ist schon auch ein bisschen sperrig so in seiner Art und hat auch was Kauziges, so auch so einen Hauch Autismus. Also ich möchte ihn jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht pathologisieren, aber natürlich ist er so, ob er ein Teamplayer ist, weiß man nicht. Also es wird sich zeigen. Ich hoffe, dass er einfach intelligent genug ist und er ist ja sicher hochintelligent, dass er delegiert und dass er gute Leute um sich schart, die für ihn sozusagen auch die Kommunikation übernehmen, teilweise. Ja. Karl Lauterbach übrigens in diesem Podcast nachzuhören, wenn Sie das wollen, liebe Zuhörer, in der ARD-Audiothek.de. Er ist natürlich auch jemand, du sagtest es, vielleicht nicht der Herzen, für die einen ja, für die anderen eben gerade nicht. Es gibt einen unglaublichen aufgeregten Stil in dieser Debatte, wo auch, wir reden ja heute über Macht, die einen sagen, da hat der Staat viel zu viel Macht auf unser aller Leben ausgeübt. Olaf Scholz hat dazu gestern gesagt, es sei genau andersrum, es sei die Macht einer kleinen radikalen Minderheit, die über das, was die Mehrheit will, bestimmt. Wie ist deine Sichtweise darauf? Also da ist meine Sichtweise ganz bei Olaf Scholz. Also nicht nur als Arzttochter, sondern überhaupt halte ich das Impfen für eine großartige Errungenschaft der Medizin. Ich bin in meiner Kindheit gegen Pocken noch geimpft worden. Die Pocken sind ausgestorben. Masern haben wir so gut wie nicht mehr. Und ich bin gegen Kinderlähmung. Ich hatte noch eine Griechischlehrerin, die in Kinderlähmung schwer litt, also sich kaum bewegen konnte. Das sind Krankheiten, die es gibt gar nicht mehr. Diesen Impfskeptikern einen solchen Raum zu geben und zuzulassen, dass sie wirklich eine große, vernünftige Mehrheit in diesem Lande
mit ihrer Impfskepsis in Anführungsstrichen terrorisieren, muss ich da wirklich auch sagen. Das finde ich, ist ein schweres Versäumnis auch der Politik. Da hätte man viel früher einfach klarere Kante zeigen müssen. Es geht ja so weit, dass eben da der Fackelaufmarsch vor der Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin ist da. Es gibt diese Mordkomplotte, muss man schon fast sagen, gegen zum Beispiel den Ministerpräsidenten Kretschmer. Nicht wenige befürchten, dass da eine militante Bewegung entstehen kann. Siehst du diese Furcht? Ja, die sehe ich vollkommen. Und da kann ich auch nur sagen, während den Anfängen haben wir früher, ich sagte in meiner Jugend, wenn es irgendwelche alte Nazis ging, es ist tatsächlich so, dass das schon lange sich mit Worten vorbereitet hat. Mhm. Deswegen haben Worte eben auch, oder Wörter und Worte im Zusammenhang eben eine große Bedeutung, weil sie unser Handeln auch beeinflussen. Und zum Beispiel der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist eben vorbereitet worden durch Worte, durch Hetzworte und üble Hassworte im Internet. Und sowas hat sich lange angebahnt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass solche zum Beispiel sowas wie Telegram eben kontrolliert oder abgeschaltet wird und dass die Politik da viel eher durchgreift. Das geht nicht. Wir sind in der Vorbereitung auf dieser Sendung auf eine interessante Sache gestoßen, nämlich, also ich wusste ja, deine mütterliche Familie hat die Dresdner Bombennacht noch erlebt und es gibt einen Teil der Familie, die noch in der DDR gelebt hat, jetzt also im Osten, in den neuen Bundesländern, unter anderem eben auch in Freiberg, Sachsen. Freiberg, Sachsen ist uns deshalb bekannt geworden, weil es dort sehr radikale Prozesse schon gegen die Flüchtlinge gab und jetzt gegen eben die Corona-Maßnahmen. Was sagen deine Verwandten, die dort sind, über das, was da passiert? Es ist witzig, weil meine Tochter gerade gestern in Freiberg war und zusammen mit meinem Cousin auch, der sie da rumgeführt hat, die sind beide Ärzte, meine Cousins. Einer ist jetzt leider gerade gestorben, aber der andere hat als Arzt natürlich da auch eine ganz klare Position für die Impfung und gegen die Impfgegner und ist völlig verzweifelt, weil er sagt, natürlich gibt es auch in Sachsen genug vernünftige Menschen, aber sie werden vollkommen überstimmt von dieser lauten, lautkrähenden Minderheit, die eben diese unvernünftigen und bescheuerten Phrasen von sich gibt. Und er kann nur versuchen, dagegen anzukämpfen und versuchen, in seinem Bereich als Arzt halt für Aufklärung zu sorgen. Aber es ist natürlich ganz schwierig. Diese neue Regierung hat ein paar Corona-Krise ist das eine. Das andere ist eine außenpolitische Krise, die auf uns zukommt. Das dritte wird die Klimakrise sein, die auch einfach viel Geld kosten wird. Das sind viele Belastungen, die da auf ein junges, wie du schon gesagt hast, auch paritätisch besetztes Kabinett zukommen. Olaf Scholz hat gesagt, wir machen es paritätisch. Wenn man ihn rausrechnet, sind es tatsächlich Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Und was auffällt, Verteidigung, Innenministerium, Außenministerium ist in Frauenhand. Übrigens auch das Bundestagspräsidium, bis auf den allerletzten Kerl da drinnen, das ist der Kubicki, in Frauenhand. Bist du zufrieden damit? Ja, es sind zum ersten Mal nicht die weichen, sogenannten weichen Ministerien in Frauenhand, also Familie, macht auch eine Frau, nämlich die Anne Spiegel aus Rheinland-Pfalz, worüber ich mich auch freue, war eine tolle Person. Aber es sind eben auch mal die harten Ministerien wie Verteidigung und das heißt, es war unter Kramp-Karrenbauer auch schon in weiblicher Hand davon aber abgesehen. Aber Innenministerium. Ja, ja, genau. Und Innenministerium und so weiter. Das finde ich prima. Und jetzt nach dem neuen Politbarometer ist wieder typisch, den Männern wird das alles zugetraut, den Frauen, Annalena Baerbock traut man, ist man sehr skeptisch. Das ist, glaube ich, aber ganz typisch für die Skepsis im Allgemeinen Frauen gegenüber, dass man ihnen erstmal weniger zutraut. Deswegen müssen sie immer viel mehr Leistung bringen, bis man ihnen dann zugesteht, sie können es genauso, wie bei der Bundeskanzlerin auch. Mhm. Übrigens bezeichnet, dass sie Angela Merkel ja immer Kohls Mädchen war, also diese Verniedlichung schon mal im Vorhinein. Mhm. Auch das wieder sprachlich interessant. Und dann, als sie dann an der Macht war und gezeigt hat, dass sie es kann. War sie Mutti? Bitte? Da war sie Mutti. Dann war sie Mutti, das wollte ich sagen, ja. Also zweimal eine Verniedlichung, Mädchen und Mutti. Mutti ist ja auch nicht, nimmt man auch nicht so ganz ernst. Da stellt man sich eine Frau mit Kittelschürze vor, früher. Und das ist so bezeichnend für die Einstellung Frauen gegenüber. Die interessante Frage ist, ob tatsächlich so ein paritätisches Kabinett an dieser Einstellung etwas ändern wird, wo schon 16 Jahre Angela Merkel an dieser Grundeinstellung offensichtlich nicht so viel geändert haben. Doch, ich glaube, Angela Merkel hat auch schon viel geändert, aber sie war eben auch nur eine Frau.
wie auch Ursula von der Leyen in Brüssel auch nur erstmal nur eine Frau ist. Und jetzt sind es eben viel mehr Frauen. Und ich glaube, das ist ein großer Fortschritt. Jetzt müssen wir auch im Bundestag, das wird jetzt ist ja auch wieder etwas mehr. Da waren 34% Parlament waren ja wieder, sind wir wieder zurückgefallen auf den Stand von vor 20 Jahren. Jetzt ist der Frauenanteil wieder ein bisschen angestiegen. Es ist immer zwei Schritte vor und einer zurück. Also so seit ich in meinem Leben das überblicken kann, geht es immer so langsam. Aber immerhin, es geht immer nach vorne. Es geht noch nach vorne. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Kann es auch wieder ganz zurückgehen, deiner Meinung nach? Nein, das glaube ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, ich meine, in einer Diktatur weiß ich nicht, was passiert. Sowas ist auch nicht auszuschließen. Aber ich hoffe doch, dass sowas wie, dass man sowas sagt wie Frauen können, Frauen sind zugeführt. In meiner Jugend zum Beispiel sagte man, Frauen können nicht Nachrichten sprechen. Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist eine meiner besten Geschichten heute mit dir, weil das ist wirklich, das erinnern wir beide, aber viele vielleicht nicht mehr. Reden wir gleich drüber. Wir reden auch über das Fräulein und natürlich über die Journalistin. Aber erst gibt es hier die Kategorie Ein Satz zu, die kurze Form. Ein Satz zu Super Mario. Oh, hat mein Mann mit meinen Kindern gespielt, vor allem mit dem Sohn, und mich zur Weißglut gebracht damit, weil ich das so dämlich fand. Aber es musste wohl sein. Ein Satz zu Richard David Precht. Fand ich viele Jahre ganz interessant und klug und toll. In letzter Zeit hat er mich ein bisschen enttäuscht, weil er so merkwürdig irgendwie mir nach rechts zu rücken schien. Gerade auch in Bezug auf Impfskepsis und solche Sachen. Identitätsfragen auch. Weihnachtsmarkt, ein Satz zum Weihnachtsmarkt. Ich glaube, ich war noch nie, außer dass ich mal so irgendwie Kerzen oder noch in letzter Minute irgendwas dringend für zu Hause, Christbaumschmuck, Kugeln gekauft habe. Ich war aber noch nie zum Vergnügen auf einem Weihnachtsmarkt. Ein Satz zu Klaus Kleber. Ein hochgeschätzter Kollege. Ein Satz zur Beichte. Oh, ich bin zur Beichte gegangen. Ich habe es gehasst als Kind, weil ich es irgendwie entwürdigend fand und auch mich auch geweigert habe, manche Sachen zu beichten. Also 6. und 9. Gebot hieß das, Schamhaftigkeit und Keuschheit. Da kann ich noch heute den Beichtspiegel auswendig aufsagen. Ich habe unkeusche Gedanken gehabt, ich habe mir unkeusche Bilder angesehen und so weiter und so fort. Und das habe ich zum Teil, das habe ich ignoriert. Ein Satz zum Kochen. Sah ich nicht ein. Ein Satz zu Kochen. Ich habe versucht, es zu lernen und habe mich bemüht, immer strebend bemüht, aber mein Mann hat diese Versuche zunichte gemacht, früh im Keim erstickt und die Küche sozusagen mir Küchenverbot erteilt. Außer zum Aufräumen. Fair enough. Ein Satz zu Heidi Klum. Also sicher eine bemerkenswerte Frau, was sie geschafft hat als Unternehmerin. Die Sendung fand ich ziemlich unsäglich. Ich habe sie aber auch nie wirklich gesehen. Germany's Next Topmodel. Also es war für mich einfach ein Rückfall, so wie auch Sex in the City, die Serie, von der so viele Frauen geschwärmt haben. Für mich war das auch ein wahnsinniger Rückfall irgendwie in so alte Stereotype von Frauen, die wir eigentlich längst hinter uns hatten. Ja, aber jetzt habe ich gerade heute gehört im Fernsehen, dass Sex in the City eine neue Staffel plant, wo sie das Alter thematisieren. Und das finde ich natürlich jetzt wieder ganz interessant. Schauen wir hin. Ein Satz zu Peter Hane. Ein Kollege, der, glaube ich, auch ein bisschen irgendwie abgedriftet ist. Ein Satz zu Kontaktanzeigen. In meinem Fall war das eine super Entscheidung, da noch 3 Wochen zu spät einen Brief zu schreiben. Auf eine große, eine richtige Heiratsanzeige, die sehr groß war, sehr originell und viel Geld gekostet hat. Und das ist dein Mann geworden, es sei noch dazu gesagt, für die, die das nicht wissen. Und ein letzter Satz zu Annalena Baerbock. Finde ich eine sehr sympathische junge Frau, die, so jung, 40, von mir aus gesehen jung, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Petra Gerster ist heute zu Gast in diesem Podcast, in Worms aufgewachsen. Darüber haben wir angefangen zu reden. Das jüngste von 4 Kindern und der Vater Psychotherapeut. Du hast mal gesagt, Freud und Jung saßen immer mit am Tisch. Das klingt jetzt so, als ob die Kinder irgendwie immer analysiert worden sind. War das so?
Nee, die Kinder wurden nicht analysiert, aber alles drumherum. Das heißt, die Kinder schon, manchmal auch. Aber wir wurden jetzt nicht irgendwie pathologisiert oder so. Das ist also so, dass sie das sagen. Es gibt ja Eltern, die sagen, du bist ja nicht mehr normal, wenn man sowas würde, hätten meine nicht gesagt. Aber es wurde viel, es wurden auch viel über Fälle berichtet, aus der Praxis natürlich anonym, natürlich ohne Namen. Und meine Eltern machten auch beide so Gruppentherapien nebenher und Analysen. Meine Mutter hat das immer alles mitgemacht und da wurde natürlich viel, und das fand ich hochspannend. Also das war ja ein Aufbruch in die Welt des Unbewussten. Da habe ich die Ohren weit aufgemacht. Und deine Mutter machte auch deshalb mit, weil sie ja in der Praxis des Vaters gearbeitet hat. Auch da habe ich einmal gelesen, sie hätte sich nicht für den Haushalt interessiert. Wir hatten dann den Haushalt bei euch gemacht. Da war tatsächlich eine Haushaltshilfe und eine Haushälterin hatten wir, eine richtige Haushälterin, die kam jeden Morgen um 7 und blieb bis um 4. Also es war eine volle Stelle und die machte Frühstück und Mittagessen und dann Nachmittagstee und dann machte alles. Ist das ein Rollenbild, das dir verinnerlicht ist, auch deshalb, dass es einfach nicht nur die Mutter sein muss? Klar, wenn man sich eine Haushaltshilfe leisten kann, aber das ist auf jeden Fall doch ein Signal, das man mitnimmt als Tochter, oder? Ja, und übrigens hat auch meine Großmutter schon nicht kochen können und die haben gehasst. Also meine Großmutter war ja Witwe, also Kriegerwitwe und alleinstehend und musste sich auch durchschlagen, so als Fürsorgerin hieß es damals, war es eine Sozialarbeiterin eigentlich, sagt man heute. Und ging bei Wind und Wetter durch Dresden und durch die Vorstädte und hat da die Prostituierte aufgesucht und ledige Mütter und hat da eben irgendwie versucht zu helfen, von Staats wegen. Und die hat auch keinen Haushalt gemacht. Und meine Urgroßmutter weiß ich jetzt gar nicht. Aber diese Großmutter, also das war nicht so, es war nicht so populär bei den Frauen meiner Familie. Das ist die Großmutter, die dich so beeinflusst hat, auch die offensichtlich ein politisches Verständnis schon hatte. Ja, die war zum Beispiel auch FDP-Mitglied, also wie meine Eltern auch. Die waren also richtig parteipolitisch aktiv. Also sie waren auch in der Nazi-Zeit eben nicht in der Partei und auch Anti, aber gehörten natürlich zu so einem schweigenden Widerstand. Also die waren nicht irgendwie mutig, haben nichts selber getan gegen die Politik, aber sie waren jedenfalls keine Mitläuferin in meinem Fall, in meiner Großmutter. Also ich hab viel über Politik damals gehört von ihr. Am Küchentisch muss es gewesen sein, denn die Eltern, hast du schon gesagt, bei der FDP, ein Onkel für die CDU im Bundestag. Diese Tante eben, diese Großmutter auch bei der FDP. Dein Bruder ist in die SPD gegangen. Mhm. Wäre das für dich überhaupt ein denkbarer Weg gewesen, auch eine Partei beizutreten? Ja, ich habe mir das natürlich auch oft überlegt und war damals auch eigentlich, stand den Jusos auch sehr nahe. Als ich Journalistin wurde, hatte ich die Vorstellung, man müsse sozusagen neutral bleiben, um sozusagen kritisch gegen alle Seiten sein zu können. Das war meine Vorstellung damals. Ich habe dann gemerkt, dass viele Journalisten und Journalistinnen das ganz anders sehen und durchaus in Parteien sind und das. Ich fand es so eigentlich ganz gut und habe mir damit auch eine gewisse Freiheit bewahrt. Ein besonderer Moment der Neutralität, das weiß ich noch, ist über, das hast du mal erzählt, über deinen Bruder Florian Gasser, der ja der Chef der Bundesanstalt für Arbeit war und der danach irgendwann mal zurücktreten musste wegen einer Affäre. Da ging es um Beraterhonorare. Und du hast an dem Tag moderiert. Und zwar aus freien Stücken, du wurdest gefragt, ob du es machen möchtest. Ja, aus freien Stücken, ich hatte Dienst, also ich war einfach eingeteilt. Und du hättest sagen können, ich mach's nicht, ich und, bin befangen. Genau, und das kam ja erst dann und der Chefredakteur hatte mir damals angeboten, es eben jemand anderen moderieren zu lassen und dann fühlte ich mich irgendwie an meiner, an meiner Ehre gekratzt. Also ich dachte, Berufsehre, also ich dachte, das muss man können, da eine Trennung ziehen zwischen Privat und Job. Und ich glaube, das habe ich auch hingekriegt. Also das wollte ich auch. Gab es das Wort Fräulein eigentlich noch, als du gestartet bist? Oh ja. Ich wurde als Fräulein noch angesprochen und ich war sogar stolz darauf. Fräulein mit 12, wenn ich in einem Laden nicht mehr sozusagen als Kind geduzt wurde, sondern wenn es hieß Fräulein Gerster, habe ich mich gleich erwachsener gefühlt. Aber dann kurze Zeit darauf fand ich es schon doof, weil ich dann natürlich auch sehr schnell politisch auch interessiert war als Jugendliche. Und dann wurde es ja dann auch abgeschafft, 1972. Und
Das fand ich völlig richtig, weil man natürlich vorher schon viel diskutiert hat und sagte, man sagt ja auch nicht Herrlein und es ist so eine Verniedlichung. Und im Grunde bezeichnet es ja fast den Marktwert einer Frau. Ne? Fräulein heißt, sie ist irgendwie auf dem Markt noch zu haben. Und erst wenn sie dann unter der Haube ist, wie man früher sagte, dann ist sie eine ernstzunehmende Frau. Und das konnte ich natürlich als frühe Feministin, die ich ja sozusagen ab 14 dann war, konnte ich natürlich dann nicht mehr gutheißen. Sprechen wir über das Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen. Du hast einmal gesagt, ich gehöre zu den Dinosauriern auf dem Bildschirm. Und das ist schon 14 Jahre her, dass du das gesagt hast. Mhm. Dass eine Frau bis zum Eintritt ins Rentenalter vor der Kamera steht, war nicht gegeben zu dem Zeitpunkt, als du und ich, glaube ich, auch noch angefangen haben. Ja, genau. Stimmt es, dass der erste Chef da einmal eine Prognose bei dir gegeben hat, als du vor der Kamera saßt, einer der ersten, und das können sie jetzt 10 Jahre machen? Also bei der Heute war das speziell, der mich entdeckt hat sozusagen, mein damaliger Redaktionsleiter. Er bestreitet es zwar heute, dass ich das gesagt habe, aber kann mich sehr gut daran erinnern, dass er sagte, ja, das können Sie jetzt noch gut und gerne 10 Jahre machen. Und das war auch vollkommen realistisch, denn wirklich ab 50 verschwanden die Frauen langsam vom Bildschirm. Das kannst du dich ja genauso daran erinnern. Ich erinnere mich daran. Und die es am längsten ausgehalten hatte in der Primetime, war tatsächlich Dagmar Berghoff. Die ging mit 56. Also auch 10 Jahre vor mir. Und da sagten schon viele, es wird langsam Zeit und so. Wenn sich so die ersten Falten zeigten, dann war irgendwie das Ablaufdatum auf der Stirn sozusagen getackert. Das ist doch auch eine Frage von Macht oder ist es nur eine Frage von Äußerlichkeiten? Das ist eine Frage von Macht, weil wer entscheidet, wie lange jemand moderieren darf, ist natürlich eine Frage von Macht. Und diese Macht hatten ausschließlich Männer, würde ich sagen, im ZDF. Mhm. Da waren damals einfach keine Frauen in der Chefredaktion und auch nicht in der Redaktionsleitung. Es waren alles Männer. Es ging bei den Schlussredakteuren schon los, bei uns in der Redaktion. Überhaupt, als ich anfing, waren wir ja nur 10% Frauen in den Nachrichten. Mhm. Und jetzt, als ich aufgehört habe, 23 Jahre später, sind es also über 50. Also, aber das ist jetzt in der Redaktion nur. Mhm. Und immerhin haben wir jetzt eine Hauptabteilungsleiterin mit Bettina Schausten. Und ja, Chefredaktion, Intendanz ist immer noch männlich geprägt und die Direktorenposten, bis auf eine, auch männlich. Aber auf die Chefetagen müssen wir noch kommen, aber tatsächlich vor der Kamera. Ich fand es interessant, Dagmar Berghoff, wir haben angefangen darüber zu reden, da gab es einen Chefsprecher in der ARD, der Herr Köpke. Und Köpke hat doch die Frauen lange von dem Job weggehalten, weil er gesagt hat, eine richtige Frau kann keine Nachrichten lesen, weil... Weil sie viel zu emotional ist. Sie müsste anfangen zu weinen, wenn sie eine richtige Frau ist. Ja. Wenn sie über Krieg zum Beispiel berichtet. Genau. Unglaublich. Ja. Hat er das wirklich geglaubt oder war das sein überkommenes Rollenbild? Oder hat er auch nur gedacht, was soll ich mich da mit diesen jungen Hupfern, die mir da ankommen? Nein, ich glaube, die Männer haben das wirklich geglaubt. Das war in meiner Jugend auch noch so, dass man zum Beispiel auch, wir waren ja auch nur 8 Mädchen in der Klasse mit 20 Jungs, weil ich auf dem humanistischen Gymnasium war. Da waren immer ganz wenige Mädchen. Und insofern hat mich das mein ganzes Leben eigentlich begleitet, dieses in der Minderheit sein. Deswegen empfinde ich Frauen immer auch als eine Minderheit, obwohl es ja gar nicht stimmt. Wir sind ja eigentlich fast eine Mehrheit, also jedenfalls zumindest die Hälfte. Im Alter eher die Mehrheit. Dann habe ich schon mit Jungs diskutiert, weiß ich noch, so in der Pubertät, 12, 13, 14 Jahre. Und die sagten, ja, ihr. Und habe ich gesagt, warum sollen wir das denn nicht können? Ja, und dann habt ihr doch... Und dann mit eurer Periode, da fallt ihr ja aus alle 4 Wochen, da würdet ihr ja ausfallen. Also abenteuerliche Vorstellung, was Frauen schwächt und warum sie was nicht können. Und wer ein Kind auf die Welt bringt, kann nicht gleichzeitig irgendwie Sportreporterin sein oder so. Ganz merkwürdig. Ich hab mal drauf geachtet, ob ich gesehen habe, ob in einer Nachrichtensendung mal jemand geweint hat. Ist dir ein Beispiel erinnerlich? Nein. Nein. Ich habe nämlich eins. Ja? Und es war keine Frau. Aha. Es war, also weinen ist vielleicht übertrieben, aber es war Klaus Kleber. Was? Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hat er eine Moderation gemacht, da ging es um einen Busfahrer, der einem Flüchtling gegenüber freundlich zugetan war.
Und da war er so gerührt, er hatte Tränen in den Augen. Und ich erinnere mich an diesen Moment, weil ich saß vor dem Fernseher und habe gedacht, mal Köpke hatte recht, aber anders als er dachte. Ja, eigentlich ist es ja sehr sympathisch. Ja. Es nimmt mich weiter für ihn ein und es zeigt, dass wir eben auch Menschen sind. Also, aber es zeigt auch, dass ich glaube, Frauen hätten sich das nicht durchgehen lassen. Aber es wäre zum Beispiel, ist es zum Beispiel bezeichnend, dass ich das jetzt gar nicht weiß, das ist, weil es offensichtlich auch gar nicht irgendwie angeprangert wurde oder in den Medien verbreitet wurde. Ja, ja. Du hast es zufällig gesehen. Aber wenn es eine Frau gewesen wäre, dann wäre es sicher groß diskutiert worden. Genau wie übrigens Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, als die zurücktrat, hatte sie Tränen, hat sie auch so ein bisschen geweint oder mit brüchiger Stimme und dann hieß es sofort Heulsuse und so. Also auch im Bundestag, wenn Frauen irgendwie geweint haben, waren sie sofort am Pranger. Ich habe neulich zwei gestandene Männer weinen sehen bei Markus Lanz in der Sendung, weinten Giovanni Di Lorenzo und Klaus von Donani. Sie sprachen über ihre Mutter. Ach ja. Also vielleicht sind die Männer doch auch inzwischen emotionaler oder sie lassen es mehr zu, während es sich die Frauen versagen. Ja. Und ich warte auf den Moment, wo Männer solche Fragen beantworten müssen, wie sie uns noch gestellt worden sind. Wann lassen sie sich liften? Wie kriegen sie Kinder und Karriere unter einen Hut? Und würden sie sich für den Playboy ausziehen? Das bin ich allerdings nie gefragt worden. Halt. Und wann lassen Sie sich liften, bin ich zuletzt so mit 50 gefragt worden. Als ich mein Buch schrieb, die Reifeprüfung, da war das noch großes Thema. Da habe ich das Gefühl, das hat sich auch so ein bisschen gelegt. Also das würde mich, glaube ich, heute jetzt auch niemand mehr fragen. Und inzwischen, oder Sie denken halt ja jetzt. Männer und Frauen tun es und man redet nicht mehr so viel darüber. So ist mein Eindruck. Ja, aber es wird auch weniger getan, habe ich das Gefühl. Also es ist so ein bisschen kommt aus der Mode, das Liften lassen. Ja, das ist was man lässt sich jetzt Botoxen. Das ist vielleicht anders. Oder so, ja. So, das sind die Äußerlichkeiten. Tatsächlich würde ich gerne über die Machtstrukturen in den Hierarchien reden. Es gibt jetzt gerade aktuell beim ZDF 200 Mitarbeiterinnen, die gefordert haben, öffentlich, dass die Sendespitze weiblicher aufzustellen sei. Obwohl da sehr viel passiert es in diesem Haus. Wie kommt es, dass in den oberen Etagen, das ist in der ARD ja auch nicht anders, vom Mengengerüst her immer noch doch der Anteil der Männer so erheblich viel größer ist? Ja, das sind gewachsene Strukturen. Das sind das Reservoir an Männern ist sehr viel größer als an Frauen. Und man greift dann auf die bewährten Kräfte zurück. Aber es setzt sich dann doch der durch, den man kennt, mit den Männern. Die Männer sitzen immer zusammen und es sind einfach so gewachsene Strukturen, Netzwerke, die Frauen immer noch weniger haben als Männer. Obwohl das so wichtig ist, ich sage meiner Tochter, die ist ja jetzt auch Journalistin, junge Journalistin, ich sage immer, mach den Fehler nicht. Ich war immer für mich allein, ich war immer Einzelkämpfer. Mein Mann auch, aber logisch, weil er auch zu Hause war und nicht in der Redaktion. Es ist so wichtig, Netzwerke zu knüpfen und sich mit vielen, das habe ich zum Beispiel versäumt. Und das machen oft Frauen auch nicht, weil sie eben dann noch Familie haben und Kinder und dann haben sie schon einen Beruf, dann können sie nicht auch noch netzwerken, weil dazu braucht man auch Zeit. Wie sehr hat in diesem Beziehung auch die Diskussion um Hashtag MeToo die Dinge verändert? Hast du das Gefühl, das hat etwas in Bewegung gebracht? Aus einem anderen Grund zwar, aber dann mit dem gleichen Ziel? Absolut, ja. Und jetzt auch der Fall in der Bild-Zeitung, Herr Reichelt und so weiter, das hat schon viel in Bewegung gebracht. Also ich habe es ja auch noch erlebt, das habe ich ja auch in meiner Reifeprüfung noch beschrieben, wie ich bei der Zeit ein berühmter Kollege, der mir dann abends seine Stadtwohnung zeigen wollte und die Hand auf den Oberschenkel legte. Also solche Situationen, die dürften in Zukunft wahrscheinlich kaum noch vorkommen, weil es einfach nicht mehr, Männer werden sich das nicht mehr trauen und das ist auch gut so. Das ist übrigens auch in Form von Macht. Das ist ja einfach. Das wollte Macht. Ich gerade fragen. Geht es da eigentlich um Sexualität oder geht es um Macht? Es geht um Macht. Es geht in erster Linie um Macht und der Mächtige. Das ist ja auch, es geht ja auch, sexueller Missbrauch ist ja meistens auch einfach Machtmissbrauch. Mhm. Es geht ja gar nicht so sehr um Sex, sondern es geht ich bin der Mann und ich kann mir holen oder dir antun, was ich will. Und du bist es sozusagen das Opfer, das willfährig zu sein hat. In deiner Geschichte bei der Zeit hast du dann irgendwann mal herausgefunden, du warst nicht die Einzige. Nein, nein. Und es gab auch dann Recherchen, aber es
ist nie ein Artikel erschienen und es hat auch nie Konsequenzen für den Betreffenden, oder? Es hat ja auch bei MeToo, lagen ja viele Fälle 30 Jahre zurück und jetzt haben sich die Frauen erst getraut, darüber zu sprechen. Und es wurde ihnen ja dann auch noch zum Vorwurf gemacht. Ach komisch, 30 Jahre haben sie sich nicht dran erinnert. Das hat nichts mit dran erinnern zu tun, sondern einfach, dass vor 30 Jahren kein Mensch ihnen zugehört hätte und jeder gesagt hätte, selbst schuld. Wie groß hältst du den Anteil derer, die zu Unrecht beschuldigt werden von Frauen? Das ist ja immer ein Gegenargument. Es ist eine Situation, da sind zwei in einem Raum und am Ende wird es möglicherweise missbraucht, damit man einen Mann desavouiert, die Karriere kaputt macht oder was auch immer. Ja, das wird immer behauptet, aber ich kenne keinen einzigen Fall, wo es so war. Also ich meine, es wird, vielleicht gibt es das, vielleicht, man kann das nicht ausschließen, dass es auch gemeine Frauen gibt, die einem Mann was anhängen wollen, kann man nicht ausschließen, aber ich persönlich kenne keinen einzigen Fall. Und meistens werden ja Männer auch nur dann überhaupt nur verurteilt oder es besteht auch nur eine Chance der Verurteilung, wenn es ja mehrere Frauen gibt, die das bestätigen und die das erlebt haben. Davor also dass ein Mann irgendwie verurteilt wird, nur weil eine einzige Frau ihm etwas vorwirft in einer bestimmten Situation, das ist eigentlich kaum denkbar. Julian Reichelt, der betreffende Chefredakteur der Bild-Zeitung, hat in der Zeit, jetzt gerade aktuell nachzulesen, ein Interview gegeben, wo er sagt, er sei das Opfer, und zwar von Herrn Döpfner sozusagen, mehr oder weniger, weil das alles Anschuldigungen seien, die ja so gar nicht stimmten, und er hätte nichts, wofür er sich zu entschuldigen hätte. Er ist ja überhaupt nur Opfer. Ja. Er ist ja von den Frauen, von Döpfner und von den Vogue-Idioten, also so Leute wie ich wahrscheinlich, die, wie sagt er, Vogue-Terroristen, irgendwie ein anderes Vogue-Verrückte. Muss man sich nicht merken. Also er ist überhaupt nur Opfer. Es gibt ja keine einzige Antwort, wo er irgendeine Form von Erkenntnis hat oder Selbsterkenntnis oder überhaupt nur reflektiert, wie er vielleicht gewirkt hat auf andere. So, das finde ich, das ist eigentlich das Erschütternde an dem Interview. Und jetzt zählen wir mal zurück. Die Zeit, in der du Praktikantin bei der Zeit warst und heute, das ist ja 2021, ist die Julian Reichelt-Affäre. Ja. Am Ende muss man doch sagen, so richtig einsichtig ist da doch nicht. Ist jedenfalls nicht alle. Aber nein, das ist aber jetzt in den letzten Jahren. MeToo war ja jetzt auch erst vor 2 Jahren oder so. Ja, 3, 4 Jahre. Oder 3. Und das ist jetzt alles in den letzten Jahren in Bewegung gekommen. Deswegen erleben wir gerade eine wirklich spannende Zeit, weil sich ganz viel verändert. Mhm. Ein Autor, Dean heißt er, den wir in unserem Buch zitieren, der sagt, was wir gerade erleben, ist Aufklärung. Das ist so. Das ist eine Zeit der Aufklärung. Das macht die Zeit so spannend und so interessant. Wir reden jetzt gleich über das Buch, über den Genderstern, der dir so viel Ärger eingebracht hat, weil du ihn gesprochen hast. Aber erst gibt es hier den Fragebogen. Welcher historischen Person würdest du gerne einmal begegnen? Ich glaube, ich würde Herrn von Goethe ganz gerne begegnen, vielleicht sogar in Vertretung oder für meine verstorbene Mutter, die ein wahnsinniger Goethe-Fan war. Und die ging sogar so weit, dass sie der Meinung war, wenn sie die Chance gehabt hätte, Goethe zu treffen, hätte sich Goethe sicher in sie verliebt. Okay, das ist etwas, was man nicht beweisen können wird. Nein. Bist du lieber dafür oder dagegen? Ja, dafür, immer dafür, weil wenn man dafür ist, kann man mit Leidenschaft und Engagement, naja gut, dagegen kann man auch mit Leidenschaft und Engagement sein. Wohl, es kommt auf den Gegenstand an. Wenn es um Impfgegnerschaft geht, dann bin ich mit Leidenschaft dagegen. Der wichtigste Tag im Leben? War die Geburt meiner Kinder. Also 2. Der wichtigste Song oder Film? Das wechselt natürlich alle paar Jahre und vor ein paar Jahren war unser, also gemeinsamer Lieblingssong von meinem Mann und mir, Ray Charles und Norah Jones, Here We Go Again, das ich sehr schön finde. Und jetzt zuletzt haben wir die Serie gesehen, Das Haus des Geldes, ich weiß nicht, ob du die kennst. Serie. Wunderbar, kann man spanische empfehlen. Serie, großartige Schauspieler, wunderbar. Und da kommt dieses schöne Lied vor, Maria, mi vida, mi amor. Und das ist so ein Walzer, der ist so schön. Und das ist im Moment mein Lieblingslied. Was ist für dich das größte Unglück? Das größte Unglück wäre, meinen Mann zu verlieren, oder meine Kinder wäre vielleicht noch schrecklicher. Und wofür bist du dankbar? Für meinen Mann und meine Kinder. Das wichtigste Buch? Das wichtigste Buch wechselt auch wie das wichtigste Lied. Also es war in meiner Jugend, waren es die Buddenbrooks, in denen ich so meine Familie zu erkennen glaubte. Und dann später waren es die großen Frauenromane, Anna Karenina, Effi Briest, Emma Bovary, Madame Bovary. Und das waren so die wichtigsten Bücher. Hältst du dich für eine gute Freundin? Ja.
Das ist ja ohne Wenn und Aber eigentlich. Ohne Wenn und Aber, ja. Ja, das heißt, du bist immer da, wenn du gebraucht wirst. Man kann dich Tag und Nacht anrufen. Ich bin sehr treu und ich bin sehr zuverlässig im Sinne von, ich bin, glaube ich, nicht wankelmütig. Also das ist auch eine Eigenschaft, die ich hasse bei anderen, wenn sie irgendwie launisch sind oder wankelmütig. Das bin ich. Ich bin eigentlich immer so gleich, glaube ich. Petra Gerster ist zu Gast in diesem Podcast. Bist du eine Gender-Terroristin, liebe Petra? Ja. Oliver Welke meint es ja. Nein, ich glaube, es haben auch ein paar Herren so empfunden oder empfinden es immer noch so. Der Anlass ist ja, dass du in der Heute-Sendung, die du moderiert hast, angefangen hast eben zu gendern, das hast du immer schon gemacht, aber zu gendern mit dem Glottisschlag, also mit dieser kleinen Pause, MinisterInnen. Und das hat wütende Reaktionen hervorgerufen. Ja, das ist das, was ich eigentlich bis heute nicht begreife, warum das so wahnsinnig emotional, die Reaktionen so emotional sind, weil es wirklich so eine Kleinigkeit ist. Es ist ja von der Art zu sprechen her auch nicht anders als beinhalten zu sagen oder Theater. Also diese Mini-Pause zwischen zwei Buchstaben. Und es ist halt eine ökonomische Reform, sozusagen beide Geschlechter oder vielmehr alle Geschlechter, auch das dritte Geschlecht zu adressieren. Das ist ja der Clou des Gender-Sternchens, dass man nicht nur wie beim großen Binnen-I die Frauen anspricht, LehrerInnen, sondern durch das Sternchen eben auch non-binäre Menschen. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade ältere Männer, die ja besonders wütend reagieren, dass die irgendwie das Gefühl haben, es schwimmen ihnen so die letzten Fälle davon. Also es ist wirklich eine politische Frage. Mhm. Und das Gender-Sternchen wird im Grunde nur als Aufhänger benutzt, um gegen alles zu polemisieren, was ihnen sowieso gegen den Strich geht. Und das ist so, ja, das ist der Vormarsch der Minderheiten, der Frauen, das Frechwerden sozusagen derer, die bisher zum Schweigen verdonnert waren. Du hast aus dem Anlass eben auch dieser Kritik unter anderem ein Buch geschrieben mit deinem Mann zusammen. Vermintes Gelände heißt das und das beginnt eben genau mit dem Genderstern und mit den Reaktionen darauf. Mhm. Deswegen wollen wir das auch ein bisschen vertiefen. Interessanterweise kenne ich nur Frauen, die sich das nicht zu eigen machen. Und ich will von zweien erzählen. Das eine ist meine Mutter, eine extrem emanzipierte Frau, die aber trotzdem nicht einverstanden ist damit, dass irgendjemand etwas über sie stülpt, wo sie gar nicht hat mitentscheiden können, ob sie da sprachlich jetzt mitgeht oder nicht. Und ich mache es aus einem anderen Grund nicht mit dieser Lücke, weil, und das ist interessant, das schreibt ihr in eurem Buch auf, das ist längst ist dieses Sternchen mehr geworden als nur eine sprachliche Wendung. Es ist, wie sagt es dein Mann, ein Fähnchen, an dem sich ausrichtet, wo du politisch stehst. Ja. Also wenn man jetzt gendert mit Lücke, gibt man sich als linksliberal, fortschrittlich oder was auch immer zu verstehen. Ich bin nicht einverstanden mit der Schlussfolgerung, dass er sagt, wer nicht gendert, ist konservativ. Ich bin nicht konservativ. Ich tue es aber trotzdem nicht, weil ich in der Analyse übereinstimme. Es zeigt, wo du stehst und du machst dich mit einer Seite, du gehst auf eine Seite und das muss man also tatsächlich wenn sich entscheiden. Nicht gendert, aber du genderst ja auch. Ich sage Frauen Zuschauerinnen, ja Zuschauern, ich sage Ärztinnen und Ärzte. Ja, manchmal sage ich aber auch einfach Ärzte oder Journalisten. Ja. Ich habe mich damit immer ganz gut angesprochen gefühlt, aber, ja. Aber es ist tatsächlich zu einem Kampfelement geworden, oder? Ich finde das, ja, Kampfelement insofern, als wenn eine Mehrheit das sozusagen den Spieß umdreht und sagt, oder wenn deine Mutter sagt, es wird ihr was übergestülpt. Ja. Es wird ihr ja nichts übergestülpt. Sie kann es ja lassen. Und nein, du kannst aber es sie auch hört lassen. Ja von dir. Also sie redet ja über wenn die, die ich es so jetzt spreche, verwendet. Das wird ihr ja nicht übergestülpt. Dann kann sie sich das anhören oder nicht. Ich muss mir ja auch anhören, das generische Maskulinum. Habe ich mir ja jahrzehntelang anhören müssen. Und das ist ja auch eine Haltung. Ja. Das ist ja eine Haltung, die mich exkludiert, die mich diskriminiert. Mhm. Und das habe ich satt. Wie alle anderen Feministinnen auch, die älter sind und die, die jahrzehntelang einfach nicht vorkamen in der Sprache. Ja, interessanterweise verlaufen da die Grenzen tatsächlich zwischen Feministinnen und Feministinnen. Es gibt Feministinnen, die eben auch der Meinung sind, das generische Maskulinum, also eben die Journalistin, ist eine Form, die dann eben alle inkludiert. Also der schöne Satz dazu ist, Angela Merkel ist die mächtigste Politikerin Europas. Damit steht sie plötzlich nur im Vergleich mit anderen Politikerinnen. Ja, wenn du sagst, sie ist der mächtigste Politiker, ist sie im Vergleich mit allen Politikern. So könnte man es auch sehen. Ja, das sind so Spitzfindigkeiten. Ja. Natürlich kann man, aber deutsche Sprache ist nicht durch und durch logisch und auch das Gender-Sternchen ist nicht immer durch und durch logisch. Und dann lässt man es eben in so einem Fall. Also wenn es missverständlich wird, dann würde ich eben sagen, von allen Politikern und Politikerinnen ist Angela Merkel
die mächtigste Vertreterin sozusagen dieses Amtes gewesen. Ja. Oder irgendwie muss man es anders ausdrücken, wenn man es nicht missverständlich machen will. Was hat euch dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben? Und was würdest du sagen, ist euer Ziel mit diesem Buch, das vermiente Gelände auszumessen? Ja, also mich hat einfach tatsächlich, wie du vorhin mich auf die Reaktion ansprachst, mich hat das erschreckt und auch bedrückt. Und deswegen sagte ja mein Mann dann irgendwie beim Abendessen, also wenn dich das wirklich so bedrückt, dann musst du das irgendwie verarbeiten in einem Buch. Und dann dachte ich, ein ganzes Buch über das Gendern, schreckliche Vorstellung. Und dann, aber in den Diskussionen merkten wir dann aber, dass es einfach, dass das Thema viel größer ist. Absolut. Dass es ja auch um andere Wörter geht. Ne? Es geht um das N-Wort und das Z-Wort und dass die Konservative ständig davon reden, ich will aber so sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich will mich dann mir nichts überstülpen lassen, wie deine Mutter sagt, und aufoktroyieren lassen. Und sie gar nicht, und sie da auch wieder diese Opfer, Täter-Opfer-Umkehr haben, genau wie bei Julian Reichelt. Mhm. Die Mehrheit hat die Sprache doch dominiert bisher und die Mehrheit sagt einfach das N-Wort, obwohl seit 40 Jahren sich schwarze Menschen wirklich erbittert dagegen wehren, mit diesem N-Wort bezeichnet zu werden, weil sie sagen, es ist kränkend. Unter diesem Wort wurden alle, also man muss sich mal vorstellen, die Afrikaner, die aus den verschiedensten afrikanischen Ländern, Kongo und was weiß ich nicht, als Ghana und so weiter und Liberia, die nach als Sklaven verschifft wurden nach Amerika, waren plötzlich ihre Eigenschaft als Ghana und Kongolese und noch was los und wurden plötzlich einfach nur N, also Negroes, und wurden als solche missachtet und schikaniert und gequält und auch umgebracht. Und wenn man sich das vorstellt, dann ist es doch ganz einfach zu verstehen, dass warum sie das nicht mehr so genannt werden wollen. Wie weit darf das gehen? Also Annalena Baerbock hat ja eine Diskussion über genau dieses Thema gehabt. Sie hat ein Beispiel gebracht über Rassismus in der Schule. Sie hat, während sie das Beispiel erzählt hat, das ging um Schüler, hat sie eben nicht das N-Wort gesagt, sondern es ausgesprochen. Ja. Und daraufhin hat sie sich schon gleich vorher entschuldigt und es wurde dann gelöscht aus dem Kontext dieser Diskussion. Ist das richtig? Das ist übertrieben, ja. Das meine ich jetzt. Also ist das richtig, wenn man das als Beispiel nimmt? Ja, also das sowas, das zählt wirklich, mein Mann würde sagen, zählt unter Exzess, wenn dann wirklich so woke Menschen in Anführungsstrichen, es sind ja oft dann gar keine Schwarzen, sondern Weiße, tatsächlich Sprachwächter, die dann sagen, halt, du hast das Wort ausgesprochen, und dann steht man sofort am Pranger. Und man hat es bewusst zitiert und die Zitiertütelchen mit der Hand zumindest mitbezeichnet oder mitgesprochen. Und das ist dann einfach auch böswillig. Also das kann man kann alles übertreiben. Es ist, die Grenzen sind manchmal schwierig. Also interessant, ihr macht ja auch in dem Buch schreibt über die Frage, dürfen Weiße Bücher von Schwarzen übersetzen? Auch das war eine Diskussion, die wir in der letzten Zeit hatten. Das ist zum Beispiel auch so ein Fall, und deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, weil wir wirklich so ein paar Fälle aufgegriffen haben und die mal nachrecherchiert haben und die sich dann im Nachhinein ganz anders gestaltet haben oder sich erwiesen haben als ganz anders, als sie in den Medien vorkamen. Es war tatsächlich nie so, dass irgendwelche Schwarzen gesagt haben, Weiße dürfen keine Bücher von Schwarzen übersetzen, sondern es war der Fall Amanda Gorman, diese wunderbare, wunderbare Frau, die bei Joe Bidens Inauguration dieses wunderbare Gedicht gesprochen hat, selbst verfasste Gedicht in so einer bestimmten Form, wie sie offenbar Schwarzen auch zu eigen ist, also so eine ganz bestimmte Form des fast Gesanges, kann man sagen, also eine epische Form. Und die sollte von einer holländischen Dichterin übersetzt werden, und die wollte das auch machen, die das auch sicher sehr gut gemacht hätte. Aber da hat sich dann eine schwarze Kollegin zu Wort gemeldet und gesagt, es gibt so viel Schwarze, die dieselben Erfahrungen gemacht haben wie Amanda Gorman als Nachfahrin einer Sklavin. Vielleicht wäre es einfach sinnvoll, wenn so jemand dann auch das Gedicht übersetzt. Warum müssen es immer Weiße sein? Also es war einfach nur eine Frage, und sie hat es einfach nur zu bedenken gegeben. Und daraus hat dann eine Zeitung gemacht, dürfen jetzt nur noch Schwarze übersetzen. So. Und dann wird es so zugespitzt auf so eine, und dann regt sich jeder auf und sagt, ach ja, toll, dann dürfen irgendwie 60-jährige Männer nur noch von Boomern übersetzt werden, weiße Männer von Weißen, Heterosexuelle von Heterosexuellen und so. Also man kann dann alles gleich ad absurdum führen, und eine Übersetzerin schrieb, darf Shakespeare nur noch von Zeitgenossen übersetzt werden? Man kann natürlich jede Debatte tatsächlich mit Übertreibung und Polemik dann wegführen, aber es ist trotzdem schwierig, zum Beispiel Schwarze, wir reden jetzt von Schwarzen. Ja. Eigentlich müsste man jetzt sagen, POC. Nee, People müsste man nicht. Nein, Color. Schwarze.
Oder eben, also ja. Ja. Also POC, Person ja. of Color, das sagen zum Beispiel viele, die im amerikanischen Mixed Race sind. Also Alice Haster mhm. sagt auch im Deutschen, sie hat auch früher Mischling von sich gesagt, sagt sie jetzt nicht mehr, weil sie das auch so leicht abwertend empfindet. Die nennen sich jetzt Person of Color. Also das heißt, man sagt auch nicht mehr farbig, weil farbig natürlich auch wieder so eine Zuschreibung von Weißen war. Das ist kompliziert und wenn man sich da unsicher fühlt, dann fragt man einfach. Wie sagst du deinen Leserinnen und Lesern, welche Art von Handhabung gibt ihr ihnen an die Hand, um durch ein komplexer werdendes Sprachfeld durchzukommen, ohne dass man permanent das Gefühl hat, man muss nachdenken, man muss einen Fehler machen? Was ist deine Anleitung? Also, man muss sich einfach mal damit auseinandersetzen und dazu muss man auch mal ein paar Bücher lesen, zum Beispiel von schwarzen Menschen, zum Beispiel das Buch von Alice Hasters, was mhm. wunderbar leicht zu lesen ist, persönlich ist und wahrhaftig und beschreibt, wie sie als schwarze Deutsche einfach in dieses Land erlebt hat und ja. was ihr widerfahren ist, dass ihr Leute einfach ungewollt in die Haare fassen. Ja, ich weiß, ja. Und dass jede erste Frage, obwohl sie deutsch ist und in Deutschland geboren ist, dann woher kommst du? Ja, woher kommst du wirklich? Und sowas. Und wo jeder denkt, mein Gott, das meine ich doch nicht böse. Natürlich meint man es nicht böse, aber wenn man das mal nachgelesen hat, versteht man einfach, man wenn es einem Verletzung immer so spürt. Widerfährt und immer ist immer die erste Frage ist, wie kränkend das ist auf Dauer, wenn man ein deutscher Mensch ist, eine deutsche Person. Also das hilft, dass man einfach sowas mal liest und wenn man unsicher ist, dann einfach auch nachfragt und offen ist. Also ne, nicht von vornherein so diese Haltung hat, aber ich will mir das, meine deutsche Sprache, ich will mir das nicht von anderen sagen lassen. Warum? Man kann doch mal offen sein, wenn es jemanden kränkt, einfach Rücksicht nehmen. Was ich interessant finde, ist, dass ihr auch analysiert in eurem Buch, dass eben zugrunde liegt unter dieser ganzen Sprachoberfläche eigentlich ein viel tiefer liegendes Phänomen. Sprachlich ist sozusagen, das ist das Battlefield, also es ist das Schlachtfeld, auf dem aber Machtverhältnisse gerade umgekehrt werden. Also ihr sagt, dass es eine bis dahin eben übersehene Minderheit häufig ist, die jetzt auch durch die Mittel der Social Media in der Lage ist, sich zu äußern und auf die Art und Weise eben sichtbar wird und die Machtverhältnisse, die überkommen sind, die Weißen über die Nicht-Weißen, die Männer über die Frauen, da es umzukehren. Also ist es eigentlich eine gute Entwicklung aus deiner Sicht? Ja, umkehren würde ich nicht sagen, denn das hieße ja, dass sozusagen die Minderheiten die Macht übernehmen. Ja. Es geht ja darum, dass es geht einfach um Teilhabe. Und das ist, wir leben eben nicht mehr in dieser homogenen, weißen, biodeutschen Gesellschaft der 60er Jahre, in der ich noch aufgewachsen bin, in der die Männer das Sagen hatten und die Frauen waren zu Hause und haben die Kinder versorgt, sondern das hat sich gründlich geändert und wir sind jetzt in eine multiethnische und multikulturelle Gesellschaft, auch multigeschlechtlich geworden und da geht es und das ist natürlich auch verbunden mit Konflikten, weil Minderheiten auch um Teilhabe kämpfen und da müssen, die muss die Mehrheit auch mal Abstriche machen und dass die Mehrheit das dann umdreht und sich plötzlich von Minderheiten terrorisiert fühlt, das ist wirklich eine Täter-Opfer-Umkehr, weil die Mehrheit immer noch die Mehrheit ist und wir gehören zur weißen Mehrheit und wir sind nun wirklich mit allen Privilegien aufgewachsen, Männer noch mehr als wir Frauen, aber auch unser feministischer Kampf, ich sage jetzt mein feministischer mhm. Kampf war natürlich auch eine Form von Identitätspolitik. Also mhm. jeder oder der Kampf der Schwarzen unter Martin Luther King war auch eine Form von Identitätspolitik. Also das geht um einen Kampf, der gegen Diskriminierung aufgrund der Identität, Hautfarbe, Geschlecht oder Ethnie basiert. Und umsonst geht es eigentlich gar also nichts. Und alle müssen lernen, was abzugeben. Also geht es schon aber um die Infragestellung von Machtverhältnissen. Einfach ja, mal so gesagt. Absolut, ja. Es gibt natürlich auch die Fälle, wie zum Beispiel jetzt zuletzt die britische Philosophin Kathleen Stock, die die Universität Sussex verlassen hat im Oktober nach Anfeindungen, weil sie eben an ihrem biologischen oder an der Unterteilung der biologischen Geschlechter festhalten wollte. Wie schützen wir uns vor Übertreibungen? Indem wir das öffentlich diskutieren, ja, und Debatten darüber führen. Also das ist so ein Fall. Es gibt schon Transaktivisten, die sehr
oder AktivistInnen, die sehr, sehr rigide sind und sehr aggressiv vorgehen. Und das muss man diskutieren. Das geht nicht, wenn Menschen eingeschüchtert und herabgewürdigt werden. Das ist auch wirklich antifeministisch. Also ich bin Feministin und wenn die dann feministisch agieren, dann kann ich das natürlich nicht akzeptieren. Das ist ja auch eine Form von Misogynie, von Frauenverachtung. Wie gelassen sollen wir dabei sein? Wir beide haben den Vorteil, dass wir schon länger quasi auch ja diese Debatten führen. Das ist der Vorteil gegenüber den jungen Feministinnen, die jetzt danach folgen. Wie gelassen muss man sein? Wie scharf muss man die Debatte führen? Ja, je nach Situation und nach Temperament. wenn man älter wird, wird man ein bisschen gelassener, aber manchmal muss man einfach auch irgendwie muss man das Kämpfen auch, darf man ja auch nicht verlernen. So. Also es wird einem nichts in den Schoß gelegt als Frau und als andere Minderheit schon gar nicht. Und jeder Fortschritt muss erkämpft werden und der Fortschritt wird auch oft von Minderheiten erkämpft. Das geht nicht ohne Verletzungen ab. Ja, das müssen wir ausdiskutieren. Also ich denke, in den 70er Jahren ging es auch sehr rau zur Sache oft. Absolut. Und gerade auch zwischen jung und alt, also das waren also auch schreckliche Diskussionen zum Teil. Also Hass erfüllte jetzt nicht in meiner Familie, aber in vielen anderen Familien war das so. Und das haben wir auch überwunden und es kommt dann auch mal wieder eine friedlichere Zeit, hoffe ich. Das ist doch mal ein Schlusswort, das wir mal so stehen lassen und danken sehr. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr intensive Gespräch und ich kann nur das Buch empfehlen, tatsächlich Vermintes Gelände von Petra Gerster und Christian Nürnberger. Tolle Lektüre. Vielen Dank, Petra. Danke, Sandra. Das war Maischberger, der Podcast mit Petra Gerster. Maischberger, der Podcast, ist eine Produktion von Vincent Productions im Auftrag des WDR. Redaktion Jens-Holger Fink, Janne Hoppe. Ton und Schnitt Mixwerk. Grafik Frauke Weißhuhn, WDR-Redaktion Elke Mahr, Dirk Müller.